Nach einem großartigen Aufenthalt in Tokio geht unsere Reise weiter. Der Fuji-San sollte unser erstes Ziel werden, welches wir, wie auch alle weiteren Ziele, mit der Bahn erreichten. Ein nahegelegener Bahnhof grenzt direkt an einen Freizeitpark, weshalb die Station hier so fröhlich bunt aussieht. In unmittelbarer Nähe des Fuji liegt die wohl sehr berühmte Churaito-Pagode. Von unserem Kapselhotel aus war es ein entspannter Spaziergang zu eben jener Attraktion. Um den beliebten Ausblick der 1963 erbauten Pagode in Kombination mit dem dahinterliegenden Fuji zu genießen, muss man einige Stufen erklimmen. Der Blick ist wirklich lohnenswert, auch dann, wenn der Fuji sich nicht ganz zeigen möchte. Jedoch war es hier, wie an vielen beliebten Sehenswürdigkeiten, relativ voll. Nach diesem kurzen Ausflug sollte unsere Reise anderntags weitergehen. Dank einer entspannten Zugfahrt erreichten wir alsbald Kyoto. Kyoto. Eine Stadt, die uns fernab der bekannten Sehenswürdigkeiten mit einem sehr grünen Anblick begrüßte. Wir starteten unsere Entdeckungstour durch diese wunderschöne Stadt mit gleich drei dicht beieinander liegenden Sehenswürdigkeiten. Kyon war unser erstes Viertel Kyotos und zugleich ein besonderes. In diesem Viertel habt auch ihr die Möglichkeit, euch einen Kimono auszuleihen und dann hier entlang bis zur Pagode hinaufzuwandern. Wer die Wege nicht zu Fuß beschreiten mag, für den gibt es auch bequemere Optionen. An diesem Ort ist für viele wohl der Weg selbst interessanter als die Pagode an dessen Ende. Dieses alte Viertel Kyotos ist definitiv sehr sehenswert. Vorbei am Yasaka Koshindo-Tempel führt uns der Weg zum Yasui-Schrein. Die Geschichte dieses Schreins geht zurück in das 7. Jahrhundert nach Christus. Bedeutsam für diesen Schrein war der Kaiser Sotoku, welcher im Jahr 1146 den Schrein reparieren ließ. Jener Kaiser wurde einst gegen seinen Willen von seiner Gefährtin getrennt. Dieser Schrein ist daher dafür bekannt, Gläubige aus solchen und ähnlich traurigen Situationen zu retten, sie vor allem Bösen zu bewahren, dass einer glücklichen Beziehung nichts im Wege stehe. Kyoto ist unserer Meinung nach eine Stadt, die man zu Fuß erleben sollte. Neben interessanten Gebäuden und kleinen Straßen ist Kyoto uns vor allem als die gut riechende Stadt in Erinnerung geblieben, da sich an jeder Ecke Räucherstäbchen wiederfanden. Der Nanzenji-Tempel war unser nächstes Ziel. Dieser Tempel wurde im Jahr 1291 von Kaiser Kameyama erbaut. Nachdem ein Feuer ihn zerstörte, wurde er 1597 wieder aufgebaut.
Ihm umgibt eine weitläufige Anlage mit mehreren Gebäuden und einem angrenzenden Wald. Das Aquädukt wurde während der Meiji-Zeit erbaut und transportiert noch heute Trinkwasser aus dem größten Süßwassersee Japans nach Kyoto. Etwas weiter oberhalb lohnt sich der Spaziergang durch den kleinen Garten, nur um dann im Anschluss dem Trubel zu entgehen und in die Ruhe des Waldes zu entfliehen. Das ist wirklich schön. Ein Stück Wald mitten in der Stadt. Mitten in der Natur und in Stille gelegen, finden wir weitere Tempel. Erst einen in einer Höhle und später auf unserem Weg ein weiterer, an dem wir zu jener Zeit für uns alleine waren. Der Weg zum Kaiserpalast führt entlang am Biwa-Kanal und der sogenannten Kaigesteigung. Um Wasser des Biwa-Sees nach Kyoto zu leiten, baute man zur Überwindung des Höhenunterschieds für die Boote diesen 582 Meter langen Gleisabschnitt, welcher heutzutage einen beliebten Fotospot darstellt. Spät am Nachmittag erreichten wir den Kaiserpalast Kyotos, den ehemaligen Wohnsitz der japanischen Kaiserfamilie. Diese verließ den Palast erst im Jahr 1868, als Tokio zur Hauptstadt erhoben wurde. Aufgrund der vorangeschrittenen Tageszeit nahmen wir an keiner Führung mehr teil, sondern spazierten einfach ein wenig durch das Areal. Anderntags wartete mit dem Fushimi Inari Taisha Schrein einer der wohl bekanntesten und beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Kyotos auf uns. Der Fushimi Inari Taisha wird auch der Schrein der 1000 Tore genannt. Diese Tore sind hinter jedem Hauptschrein in einem langen Tunnel hintereinander aufgestellt. Allein dieser Anblick macht diesen Schrein zu einem sehr besonderen. Der Fushimi Inari Taisha Schrein ist nicht nur einer der beliebtesten Shinto-Schreine, sondern auch einer der ältesten. Er ist dem Gott Kami Inari gewidmet, der hier in Form von Füchsen dargestellt wird. Im Jahr 794, als der damalige Kaiser Kyoto als neue Hauptstadt festlegte, wurde der Schrein gegründet. Der Fushimi Inari Taisha ist Japans wichtigster Inari-Schrein. Die 1000 Tore sind Spenden von Besuchern des Schreins. Je weiter man den Berg hinaufsteigt, desto weniger Menschen begegnen einem. Schon nach ca. 30 Minuten erlebt man an klaren Tagen eine wunderbare Aussicht über Kyoto. Auf dem weiteren Weg den Berg hinauf erwarten einen viele kleine Schreine mit weiteren Toren. Auf der Spitze des Berges befindet sich der Ichinomine-Schrein. Auch hier finden sich viele kleine Tore der Besucher wieder. Wie lange wir genau an diesem Ort verweilten, das wissen wir nicht mehr. Es war auf jeden Fall sehr beeindruckend, und wir empfehlen jedem, der diesen Schrein aufsucht, den Weg bis ganz oben zu gehen. Wieder unten angekommen, schauten wir uns noch ein wenig das dargebotene Schauspiel an.
Dann war es an der Zeit und wir suchten uns, so wie dieser Freund hier, ein Restaurant für eine kleine Pause. Welche Restaurants und welche Unterkünfte wir während der Reise buchten, das zeigen wir euch in einem separaten Film. Ein weiteres Highlight Kyotos besuchten wir unmittelbar im Anschluss. Den Arashiyama Park mit dem legendären Sagano-Bambuswald. Aufgrund der vorangeschrittenen Zeit war das Besucheraufkommen entsprechend hoch. Daher empfehlen wir euch lieber eine frühe Anreise. Dank seiner verschiedenen Wege und einer Größe von 16 Quadratkilometern lädt dieser Wald zu einem kleinen Spaziergang ein. Der meterhoch gewachsene Bambus bietet hierbei eine besondere Atmosphäre. Der Bambus wird unter anderem für die Herstellung von Körben oder auch von Matten verwendet. Vom Bambuswald ausgehend lohnt sich ein Ausflug abseits der bekannten Pfade, denn die weitere Umgebung rund um den Arashiyama Park ist ebenfalls richtig schön. Zurück im Ortskern habt ihr hier die Möglichkeit, in einem der zahlreichen, wirklich guten Restaurants zu verweilen oder euch die Zeit mit einer Rikscha-Fahrt oder dem Gang über die Ortsbrücke zu vertreiben. Ein neuer Tag, ein neues Ziel. Ein weiteres Mal hüpften wir in die Bahn, um ziemlich bequem unser heutiges Ausflugsziel zu erreichen. Den Kinkakuji-Tempel, auch bekannt als der Goldene Tempel Kyotos. Dieser Tempel gehört zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten der Stadt und ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Was einst ein heruntergekommener Palast war, wurde im Jahr 1397 von Ashikaga Yoshimitsu, dem Anführer eines Samurai-Clans, renoviert und neu konstruiert. Eine jede Etage ist in einer unterschiedlichen Bauweise gefertigt. Dies und seine goldene Verkleidung verleihen dem heutigen Tempel seine Einzigartigkeit. Bei einem Spaziergang um die Anlage herum kommt man unweigerlich an kleinen Pfaden entlang, auf dessen Boden Steine stehen. Diese sollen einem Glück bringen. Besonders dann, wenn du mit einer Münze den Topf triffst. Ja, auch der Kinkakuji ist nicht umsonst ein sehr beeindruckendes und beliebtes Ausflugsziel von Kyoto. Wir verbrachten 3 ganze und wunderbare Tage in und um Kyoto und zählen die Stadt schon jetzt zu unseren beliebtesten. Anderntags brachte uns der Shinkansen zu unseren nächsten Zielen der Reise. Es folgte ein wirklich spaßiger Aufenthalt in Osaka sowie ein Besuch der weltberühmten Burg Himeji. Eine Insel voller niedlicher Kaninchen mit einer tragischen Geschichte besuchten wir, bevor wir Hiroshima und Miyajima erreichten. Und noch ein weiteres Mal brachte uns der Shinkansen eine Station weiter in die Stadt Fukuoka. Von dort aus setzten wir im Anschluss zu Japans südlichster Präfektur über. All dies und viele weitere spannende Eindrücke seht ihr in den weiteren Teilen über Japan.